Hallo, mein Name ist Iris Straube und ich begleite Menschen auf ihren Wegen zu einem selbstbestimmten Leben. Die Introjektion wird als psychologischer Mechanismus verstanden, der, ja, wenn man so will, das Gegenteil von der Projektion ist. Also das, was bei der Projektion aus dem eigenen Inneren auf andere projiziert wird, wird bei der Introjektion von den anderen sozusagen verinnerlicht. Die Verinnerlichung von Bezugspersonen, von ihren Meinungen über einen selbst oder von ihren Ansichten und von ihrer Art zu leben, ist etwas völlig Normales. Wir introjizieren ab seit dem Beginn unseres Lebens alles natürlich, was wir in unserer Umwelt vorfinden, der Ausdruck von Gefühlen, der uns entgegengebracht wird. Wir introjizieren auch die Werte und Normen, die wir in unserem Elternhaus vorfinden, sei es im positiven oder auch im negativen Sinne. Ist es ein gesundes Aufwachsen, was wir erleben durften, dann werden wir vielleicht ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn wir selbst Kinder bekommen und so weiter. Also das ist etwas ganz Normales. Was ist aber nun, wenn wir uns feindlich gesinnten Eltern gegenübersehen? Was ist aber nun, wenn wir von unseren Eltern emotional missbraucht werden? Was introjizieren wir dann von ihnen? Was introjizieren wir, wenn unsere Eltern Täter sind? Täter im Sinne von missbräuchlichem Verhalten uns gegenüber. Das Introjizieren von Verhaltensweisen oder Meinungen über uns oder Einstellungen eines Täters bei unserem Heranwachsen ist etwas, was natürlich gegen uns gerichtet ist, zerstörerisch wirkt und uns schadet. Wenn wir zum Beispiel immer als dumm oder schwach oder was auch immer oder zu sensibel oder wie, da sind ja die Narzissten sehr erfinderisch, immer bezeichnet werden und das natürlich übernehmen auch als Meinung über uns selbst, dann ist das nichts, was unseren Selbstwert stärkt, sondern was eher unseren Selbstwert boykottiert, unser Gefühl, einen Selbstwert zu entwickeln, boykottiert. Und es ist etwas, was großen Einfluss nehmen kann auf unsere Gefühlswelt im Inneren. Nun kann man sich fragen, warum verinnerlichen wir überhaupt etwas Negatives? Warum tun wir das? Warum lassen wir das nicht einfach bei denjenigen, die es sagen? Bei denjenigen, die uns weismachen wollen, dass wir so ganz fehlerhaft und schlecht und schuldig und lästig und was auch immer sind. Also verinnerlichen wir selbst diese Meinung über uns? Die Antwort hängt mit dem zusammen, worum wir Menschen, sobald wir auf dieser Welt sind, ringen. Und zwar mit dem eigenen Überleben. Das eigene Überleben steht von Anfang an im Mittelpunkt. Das ist alles, worum es geht. Ein kleines, abhängiges Kind wird alles dafür tun, um in noch so widrigen Umständen zu überleben. Das heißt, sieht es sich Personen, die es feindselig behandeln, gegenüber, ist aber existenziell von diesen abhängig, wird es etwas tun, um damit zurechtzukommen. Zurechtkommen kann es, wenn es die negative Meinung, die negativen Glaubenssätze übernimmt. Denn dadurch erhält es die Möglichkeit, selbst zu glauben, dass die Eltern Recht haben. Und wenn die Eltern Recht haben, dann wird es sich nicht dagegen auflehnen, was Negatives über es gesagt wird, sondern wird glauben, das hat etwas eben damit zu tun, dass es tatsächlich als Mensch schlecht ist. Fühlt es sich also so, als ob es selbst eben so ist, wie gesagt wird, und dass es selbst schuld an der Situation ist, dann kann es weiter auf die Eltern zugehen, und sich ihnen gegenüber so verhalten, dass sie sich weiter um es kümmern. Kümmern sie sich weiter um es, kann es überleben.
Darum geht es. Also funktioniert unsere menschliche Psyche so, dass wir verinnerlichen, was uns angetan wird, der Kindheit und Jugend, damit die Eltern ja in gewisser Weise eine weiße Weste behalten. Wir glauben, wir sind tatsächlich einfach böse, schlecht und wir gehören so behandelt. Unsere Eltern können ja gar nicht anders, als uns so zu behandeln. Dann bleiben sie quasi für uns noch diejenigen, auf die wir zählen können, diejenigen, von denen wir uns weiter versorgen lassen können. Kinder werden und Jugendliche werden vor allem eins tun und versuchen, sich selbst zu helfen. Und sich selbst zu helfen heißt, ich beziehe das auf mich. Ich bin die Ursache hier. Ich bin diejenige, die ausgelöst hat oder derjenige, der ausgelöst hat, dass meine Eltern so gemein zu mir sind. Das heißt, wenn ich mir die Jacke selbst anziehe, ziehe ich sie meinen eigenen Eltern aus und kann immer noch von ihnen sozusagen erwarten, dass sie mich versorgen, kann auf sie zugehen, kann alles dafür tun, dass sie ja mir gütig gestimmt werden, um zu überleben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Das Beispiel, Eltern fühlen sich von einem klugen Kind bedroht und erzählen ihm immer wieder, wie dumm es sei, weil sie selbst ja aus narzisstischen Gründen Angst haben, irgendwann von dem Kind überflügelt zu werden und sich selbst vielleicht klein zu fühlen, weil sie eben ein Oben- und Unten-Denken haben als Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und nicht sich über die, ja, über die Stärken, über die Talente ihrer Kinder freuen, sondern immer besser dastehen müssen, immer in Konkurrenz mit ihnen sind. Das ist eine Situation, die ist überhaupt nicht selten, dass Kindern, die völlig klug sind und das auch natürlich von den Eltern bemerkt wird, erzählt bekommen, dass sie dumm sind. Im verborgenen, dahinterliegenden Appell, spüre ja nicht, wie klug du bist und dass du klüger bist als ich. Dadurch natürlich hinterfrage mich nicht. Narzissten ist ja die Angst, aufzufliegen und hinterfragt zu werden, extrem groß. Deshalb ist es eine gute Taktik für sie, so einem Kind immer wieder mit allen Mitteln zu vermitteln, dass es dumm ist. Würde das Kind diese Meinung jetzt nicht übernehmen, nicht verinnerlichen und immer wieder sagen, nein, ich bin nicht dumm, würden die Eltern oder der Elternteil, der narzisstische Elternteil, immer wieder dagegen anarbeiten. Sie würden immer wieder dagegen halten, um dem Kind klarzumachen mit aller Gewalt, dass es dumm ist. Dass so eine Situation angstauslösend ist, das kann sich sicher jeder vorstellen. Ganz abgesehen davon, dass eben dieses Kind diese Eltern existenziell braucht. Deshalb ist es ein Schutzmechanismus unserer menschlichen Psyche, diesen Glaubenssatz, ich bin dumm, zu übernehmen, um dann natürlich nicht immer wieder diesem narzisstischen Elternteil Wasser auf die Mühle zu geben, um ja den Missbrauch zu verstärken und den Druck zu erhöhen. Mit allen Bestrafungstaktiken, die man sich nur vorstellen kann. Deshalb ist es der einzige Schutz an der Stelle bei eben diesen Fällen, dass das Kind das übernimmt und sagt und verinnerlicht, ich bin dumm, weil es dadurch in gewisser Weise zumindest ab und zu immer wieder mal in Ruhe gelassen wird. Es senkt die Bedrohlichkeit, die es auf diesen narzisstischen Elternteil auswirkt damit. Es vermindert die Gefahr, die der narzisstische Elternteil durch dieses Kind in der Familie erlebt, wenn es die Meinung über sich selbst verinnerlicht, ich bin dumm. Und die Gefahr zu vermindern, immer wieder angegriffen zu werden, immer wieder zurechtgewiesen zu werden, erhöht die Chance, seelisch zu überleben. Ich persönlich finde deshalb dieses Ja als etwas, wo man keinesfalls es sozusagen den Menschen vorwerfen sollte, wenn sie negative Glaubenssätze verinnerlicht haben. Denn dieser Mechanismus ist ein reiner Schutz in einer so kranken und destruktiven Familie zu überleben.
Natürlich leiden Menschen unter solchen negativen Glaubenssätzen, das ist klar. Sie leiden darunter, verinnerlicht zu haben, dass sie wertlos sind, dass sie nichts können, dass sie eine Belastung sind und so weiter. Und es sind nicht zu unterschätzende Stolpersteine auf ihrem Weg im eigenen Leben. Die Lösung dieses Dilemmas besteht aber nicht darin, wie gesagt, sich nun obendrein noch schuldig fühlen zu müssen angeblich, weil man irgendwie schlecht von sich selbst denkt, sondern sie besteht darin, zu verstehen, dass dieser Schutz geholfen hat, durch das Verstehen diese Überzeugung über sich selbst, dieses Glaubenssatzes, dieses Persönlichkeitsanteiles, durch das Verstehen schon allein dadurch, dass man versteht, dass das etwas ist, was früher geholfen hat, aber heute nicht mehr hilft, ändert sich schon etwas. Das eigene Verstehen, warum es so entstanden ist und darin auch eine gewisse Einladung an sich selbst zu sehen, es so, wie es war damals, in gewisser Weise sich auch nicht unnötigerweise vorzuwerfen, sondern heute mit dem Wissen, was man heute hat, zu verändern, diesen Persönlichkeitsanteil, der diese Glaubenssätze übernehmen musste, der das getan hat, um dem Menschen zu helfen, zu überleben, einzuladen, diesen Schutz, den er damit ausgeübt hat, vielleicht beizubehalten, aber natürlich auf die heutige Situation angemessen. In dem Hier und Jetzt ist es für die meisten Erwachsenen ja nicht hilfreich, sich dumm zu fühlen und zu glauben, dass sie irgendwie minderwertig und schlecht sind. Dieser Teil, der diese Meinung, diese destruktive Meinung von außen übernommen hat, wollte die Menschen schützen. Und dieser Schutz, den kann er ja weiter ausüben, aber allerdings abgestimmt auf das Heute, auf das Hier und Jetzt. In dem Erwachsenenleben der Überlebenden von narzisstischem Missbrauch ist es nicht hilfreich, sich dumm und klein und minderwertig und weiß ich nicht wie noch zu fühlen, sondern natürlich sich so zu fühlen, wie es der eigenen Person tatsächlich entspricht. Und sich trotzdem vor äußeren Angriffen zu schützen. Nur sieht der braucht der Schutz im Erwachsenenleben nicht mehr so auszusehen, dass man die Meinung von den Tätern übernimmt, damit sie einen quasi in Ruhe lassen und noch irgendwie versorgen, sondern er besteht vielleicht unter Umständen viel eher darin, zu sich selbst zu stehen und für sich selbst einzustehen, verbunden mit einem positiven Selbstwertgefühl und einem positiven Lebensgefühl und vor allem verbunden damit, den eigenen Wert zu erkennen, die eigene Einzigartigkeit zu erkennen und auch zu erkennen, wer ein Interesse daran hat, zu zerstören und sich davor zu schützen. Ein Täterintrojekt lässt sich auflösen, wenn man keinen Kontakt zum Täter mehr hat. Das ist die Voraussetzung, denn sobald man wieder Kontakt mit diesen Menschen hat, die einen abwerten und missbrauchen, muss man wieder auf die Überlebensmechanismen aus der Kindheit und Jugend zurückgreifen, um das auszuhalten. In unserem Leben ist nichts so beständig wie der Wandel. Auch weil sich unsere Situation im Leben natürlich wandelt und auch schützende Persönlichkeitsanteile, die in unserer Kindheit mal entstanden sind und heute das Gegenteil bewirken, also uns sozusagen auf die Füße fallen und uns das Leben schwer machen, lassen sich wandeln. Ihnen dabei zu helfen, das heute auf die richtige Art und Weise zu machen, also heute den richtigen Schutz für uns herzustellen. Das ist möglich. Und setzt narzisstischem Missbrauch eine deutliche Grenze. Der Schutz für Überlebende von narzisstischem Missbrauch besteht ja vor allem darin, den Missbrauch zu beenden und all die negativen Glaubenssätze, die dabei verinnerlicht werden mussten, um zu überleben, abzulegen oder zu verändern und zu wandeln in Glaubenssätze, die
in diesem Leben, das man danach dann führt, hilfreich sind. Dazu kann man sich nur selbst mit allem Mitgefühl, das man zur Verfügung hat, einladen. So etwas lässt sich nicht erzwingen. So etwas lässt sich erspüren und natürlich aber auch erarbeiten, indem man sich letztlich seiner eigenen Vergangenheit stellt. Das bedarf Mut. Und es sind wirklich viele Menschen in der Hinsicht sehr, sehr mutig. Zum Glücklichwerden braucht es Mut. Mut, der sich meiner Meinung nach aber lohnt. Ihr habt nichts falsch gemacht, wenn ihr negative Glaubenssätze und negative Gedanken über euch übernommen habt von Menschen, die euch nicht wohlwollend gesonnen waren. Ihr habt nichts falsch gemacht, wenn ihr daraufhin verinnerlicht habt, schlecht über euch zu denken. Ihr habt nichts falsch gemacht, sondern ihr habt in allererster Linie erst einmal überlebt. Und von diesem Überlebensmodus in einen Lebensmodus mit natürlich guten, hilfreichen Glaubenssätzen, mit natürlich den tatsächlich vorhandenen Eigenschaften über sich selbst klar zu werden, also sich tatsächlich selbst klar zu machen, wer man ist, im positiven Sinne, das ist jederzeit möglich. Und es lohnt sich, mit viel Mitgefühl und Verständnis sich selbst gegenüber daran zu gehen. Seid euch selbst die beste Freundin oder der beste Freund, den ihr euch vorstellen könnt. Wann immer ihr das Video schaut, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.